Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Es ist schon etwas später, ich bin schon etwas müde, aber ich wollte die Belohnungen noch aufmachen für die letzte Weekend League und aus diesem Grunde habe ich mir gedacht, egal, gehst nochmal rein ins Spiel, gehst nochmal online und wir werden auch dann noch mindestens ein Spiel dazu machen, in der Liga natürlich, da kann ich auch von mir aus verlieren, wenn ich jetzt konzentrationsmäßig nicht so gut drauf bin, aber wie gesagt, die Belohnungen, das interessiert mich jetzt. Gold 1 letzte Woche, sehr nice, 35.000 Münzen, kann ich immer gut gebrauchen und dann schauen, ja, das war der Plan, genau. Dann schauen wir mal, was es da aus den Packs zu holen gibt. Bitte was Gutes. Bitte, 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 bitte. Komm, komm. Etwas Geiles drin. Komm schon. One time, please. Come on, baby. Komm schon. Ich weiß auch nicht, ich hatte noch nie einen Walkout. Seitdem es die gibt in FIFA 17, hatte ich noch nie einen Walkout. Oder gab es schon in FIFA 16? Nee, ich glaube erst in FIFA 17. Ne? Aber ich hatte auf jeden Fall noch keinen. Oh, Volland. Oh Gott, das ist der Beste. Ne, herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Suarez. Na, wir schauen mal nach. 2850, der ist also nichts wert. Ach so, den kann ich eigentlich direkt in den Moment in den Verein packen. Das müsste X sein, ne? Ja. Oh, Perez ist sehr schnell. Mal gucken, ob der noch was wert ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil er so 2000, ich habe 2000 gesehen. Wenn ich ihn für 1,8 reinstelle, geht er bestimmt weg. 1,7. Oh, 1,7. Na gut, dann stelle ich ihn für 1,5 rein. Das sollte funktionieren. Ich verkaufe die seltenen Goldspieler immer, wenn ich noch mindestens 1000 Coins bekomme. Wenn ich weniger als 1000 bekomme, dann packe ich sie in den Verein und hoffe darauf, dass sie irgendwann mal in einer Weekend League gebraucht werden. Und da habe ich jetzt keinen Bock, die hier alle nachzuschauen. Nur die Silberspieler schaue ich nach, weil da kann man sich einschätzen. Da kann es halt sein, die werden gerade irgendwie gebraucht. Und da ich davon nicht viele habe, schaue ich die direkt nach. Normale Silberspieler verkaufe ich bei mindestens 400 oder 500, ich weiß gar nicht mehr. Aber der ist auf jeden Fall nicht so viel wert. Und Volland verkaufe ich natürlich auch, weil er einfach doppelt ist und ich ihn nicht zweimal in den Verein nehmen kann. Haha, 400 ist auch zu wenig. Wahrscheinlich müssen wir Volland zum Abschlusspreis verkaufen. Ich glaube nicht, dass der noch was wert ist. 1,8, was? 1,4? Ist der wirklich noch so viel wert? 1,3, ja, wahrscheinlich nicht. 1,3, 1,4, 1,3. Ich stelle meinen mal für 1,1 rein. Das sollte funktionieren. Geht ja sogar noch. Also den hätte ich so oder so verkauft, auch wenn ich ihn nicht doppelt gehabt hätte, weil er mehr als 1000 wert ist. Puh. Oh Mist, ich habe mein Wasser am Boden stehen lassen. Ich habe gerade Durst. Blöd, 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 egal. Oder nee, ich mach's spannender. Ich hol mir jetzt mein Wasser, bevor ich hier das nächste Pack aufmache. Oder ich mach das Pack auf, während ich das Wasser hole. Ich mach's so. Na, wie es aussieht, habe ich da nichts verpasst. Italiener, Balotelli. Wieso bekomme ich denn hier die ganze Zeit meine Stürmer? Das gibt's doch nicht. Also, der habe ich ja auch gespielt gehabt. Und schon wieder nur ein 80er. Verdammt nochmal. Jetzt müssen wir wieder aufs Megaset hoffen, wo ja wieder 13 goldene, seltene Goldverträge oder sowas drin sind. Mann, Mann, Mann. Na gut, der ist eh nichts mehr wert, aber wir schauen mal. Tausend. Ja, da ist, also wenn hier schon zweimal für 1000 da ist, kriegt man hier für 1000 nicht weg. Ich gucke jetzt, wie gesagt, nur die... Oh, der ist sehr schnell. Ich gucke jetzt nur die seltenen nach. 1,2, 1,1, 1.000, ne. Das habe ich mir aber eh gedacht, dass der gar nichts wert ist. Andere alle auf die Transferliste, abgesehen vom Silberspieler. Den schauen wir nach. Nice, dann stellen wir ihn für 500 rein. So, und dann will ich noch nachschauen, wie viel momentan... Ach so, ja, genau, ich bin noch gar nicht fertig. So, Megaset. Come on, baby, one time, please, Ronaldo. Ich habe noch nie einen dieser absoluten mega krassen Spieler gezogen. Ich weiß nicht, was der wertvollste war. Irgendwas zwischen 100 und 150.000, würde ich sagen. Oh, ist das ein Walkout?
Oder ist das einfach, ist das nur Leinwand oder bedeutet das? Ach ne, ich glaube, das bedeutet, dass es mindestens ein 83er ist und Walkout wäre, wenn er noch rausgelaufen kommt. Ach, aber ich glaube, der ist auch nichts mehr wert. Ach, ich dachte schon, es wäre ein Walkout. Naja, aber das ist immer das erste Mal, dass wir jetzt das hier am Leinwand. Ach, und das war's. Danach kommt ein, als zweitbestes ein 79er. Geil. Was? Was? Oh Gott, das war so viel wert. Geil. Ich meine, es hätten noch viel geilere Karten drin sein können, aber ich freue mich schon, wenn... Ah, oh, fuck, nur 10.000. Aber ich freue mich schon über 10.000. Geil. 10.000? Ja, ich glaube, wenn wir ihn für 10.000 reinstellen, bekommen wir ihn los. Das ist ja mal cool. Na, immerhin 10.000. Also damit bin ich auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden. Und wenn man sich überlegt, was da noch so für Coins drinstecken in dem Pack hier, dann ist es schon, wahrscheinlich werde ich schon so auf 15.000 bis 20.000 kommen. Besser als nichts. 800? Ich dachte schon 10.000, das wäre merkwürdig. War das nicht auch mal ein 82er oder so, dieser Asamoah? Oder verwechsel ich den gerade mit dem anderen Asamoah? Schreibt's mir in die Kommentare. Niom. Kenne ich gar nicht. Auch nichts wert in den Verein. Die anderen packen wir. Ach, den gucken wir mal nach Nachweisen. 84er. Also ich glaube, 84er ist die höchste Bewertung, die man haben kann, wenn man nicht selten ist. Die Werte, oder? Ist insgesamt ein 84er. Da hat keinen einzigen Wert über 80. Oder hat keinen einzigen 80er Pluswert. Und ist ein 84er. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Den wird eh niemand spielen, weil er nur 41 Pace hat. Braucht man den gerade? Ach, den braucht man gerade, wie es aussieht. Wie geil ist das denn? Spanier oder was? Spanische Liga? Okay. 5-5. 5-3 hatte ich, glaube ich, gesehen. 5000. Okay, 4-8. Na, das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Oh, wenn ich das gewusst hätte. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich Spanier oder Spanische Liga nachschauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Da haben wir ja auch noch zwei hier im Pack. Da gucken wir die auch direkt noch nach. Eins, vier, 950. Da wäre wahrscheinlich das auch keine 950, wäre 900. Hier ist einer für 500, also als gerade erst reingestellt wurden. 900 war das zweitbilligste. Also wenn wir den jetzt kaufen für 500, können wir ihn direkt wieder... Ach, es ist schon abgelaufen, das habe ich mir gedacht. Na, dann werde ich meinen für 850 reinstellen. Hat man direkt mal schnell 350 Coins Gewinn gemacht, schade. Fünfhundert, okay, der ist leider nichts wert, der wird wohl nicht gebraucht. Da müsste ich ja jetzt eigentlich in meinem Verein nachschauen, ob ich noch mehr Spanier habe, weil sonst vergesse ich das ja logischerweise. Wir haben viele Fitnesskarten, die können wir ja auch für so einen knappen Tausender, glaube ich, verkaufen. Ja krass, so viele Fitnesskarten hatte ich hier nie drinne. Ich will mal spaßeshalber nachschauen, ob man dafür Kohle bekommt. 750. Gibt es echt Leute, die das kaufen? 700. Oh, stellen wir mal für 600 rein. Hätte ich gar nicht gedacht. Okay, RM zu RF brauchen wir nicht, weil wir keinen Flügel, also weil wir keinen rechten, also wir spielen keine Flügel. Wir bräuchten RF zu RM. Das könnte sogar was wert sein. 1-3. 1-2. 1-1. Okay, stellen wir es für 900 rein. Habe jetzt keinen Bock hier stundenlang zu gucken. Aha. ZM zu ZOM. Das brauche ich, da ich eine ZOM-Position habe. Und ZMs häufiger mal als ZOMs herhalten. Alles in den Verein. Gut, ich werde es jetzt auch machen, Freunde. Wie gesagt, ich mache noch ein Spiel. Wer jetzt keinen Bock hat, mir zuzuschauen, der springt halt ein bisschen nach vorn. Aber ich will jetzt schnell meinem Verein nachschauen, ob ich Spanier oder eben, ich glaube, es liegt an der Liga, also an La Liga Santander, genau. Also ich glaube, Spanier sind egal. Suarez. Ach so, aber den hatten wir ja schon nachgeschaut, ne? Da war doch nichts wert. Ich gucke trotzdem nochmal nach. Ach, da ist es vielleicht gerade dieser Verein, dieser Spieler, keine Ahnung. Wirklich viele haben wir aber nicht, wie wir sehen.
550, das ist auch nichts wert. Schade, hat sich nicht wirklich gelohnt. Und das ist einer, den ich von Anfang an drin habe und den man nicht tauschen kann. Wir könnten jetzt spaßeshalber noch schnell auf meiner, oh, wieder über 600.000, sehr geil. Auf meiner Transferliste nachschauen. Da haben wir ja alle Spieler hingepackt. Ich war da auch noch in Spanien dabei. Hier, Rico. Nichts wert. Vielleicht liegt es an Villarreal. Tja, da haben wir ja umso mehr Glück gehabt, dass wir gerade den Spieler gehabt haben, der da wirklich viel wert ist. Vor allem für einen nicht seltenen. Der wird logischerweise nicht gespielt. 950? Ah, das ist auch so einer anscheinend. 950. 800. Okay, ich stelle ihn mal für 700 rein. Normale Goldspieler, alles über 500 ist gut. Ah, 700, 600, 500. Ah. Okay, das war's. So, jetzt will ich noch einen Spieler nachschauen, was der kostet. Und zwar gibt es einen Second In vom Kimmich. Und ich will wissen, was er kostet. Weil wenn ich mir den leisten kann, kaufe ich mir den auf jeden Fall. Weil der dann richtig, richtig krass geil ist. Mal gucken, was er kostet. Oh, 155.000! Ach so, das war 84er. Oh, den Fehler darf ich nicht machen. Kauf nicht aus den diesen scheiß 55er, den 84er. 300.000, 300.000. Oh, ist das so? 94, 94, 94. Okay, 94. Wir geben mal 94 ein. Wir geben mal 90 ein. Wie habe ich denn? 89.000? Oder kann ich mir fast leisten? Come on, Baby. Den willst du da bitte für unter 90.000 geben. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. 84, 86er, 89, 89 kann ich mir leisten. 90. Noch ein 86er. 89. Hier ist keiner. 87,5. 87. Okay, geben wir mal 87 ein. Also ich kaufe mir auf jeden Fall. Jetzt geht es nur darum, dass wir hier den billigsten finden. Das wird nicht so einfach. Weil wir blöderweise. Ich meine, wir könnten einen Minimalpreis eingeben. Vielleicht machen wir das mal. Ich glaube nicht, dass es den für unter 50.000 gibt. Oh, gibt es immer noch so viele 84er, ey. Komplett nervig. Da ist ein 86er. Sag bloß, ist der einzige. 87.000. 84. 84, 87. Aber ich glaube, 84 ist dann wahrscheinlich schon das Minimum. Hier gehen wir mal. Ich habe Angst, dass es dann einen für 70.000 gibt, ey. So, ja, 70, 60.000. Vierundachtzig, 82,5, 80.000. Okay, wir gehen auf 80.000 runter. Geil, billiger als gedacht. Da habe ich sogar noch ein bisschen was übrig zum Traden. Na, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh nein, sag bloß, er ist weg. Scheiße. Ach, ich hab's komplett unterschätzt. Ich hätte gedacht, da geht's noch weiter runter. Naja, sind jetzt 1, 2.000 weniger halt. Da. 84, 82, 5. Da ist noch einer für 80. Wahrscheinlich ist er schon ausgelaufen und das zeigt er mir jetzt hier noch nicht an. Versuchen mal zu kaufen. Was? Der ist doch noch da. Geil. 80.000. Nice. Und der braucht auf jeden Fall Shadow. Ach, ich habe gar nicht geguckt, ob die schon irgendwas haben. Naja, damit wahrscheinlich noch nichts haben. Nur die 84er. Sehr geil, sehr, sehr geil. Jetzt haben wir natürlich einen richtigen. Vor allem, das hatte ich ja gehofft, dass er noch eine Info bekommt, weil er einfach so mega geil ist. Ich meine, guck seine Werte an. Das Tempo 76 ist nicht so geil, aber wir dürfen mal nicht vergessen, wir setzen Shadow auf ihn ein. Dann kriegt er halt einen richtig schönen Pace Boost. 86 Dribbling. Hat natürlich auch einen guten Abschluss als für den Außenverteidiger. Eigentlich schon einen sehr guten Abschluss für einen Außenverteidiger. 85 Defense, 89 Pass, 81 Physis.
Unsere erste Second Inform, die wir jetzt haben in FIFA 18. Und der bis jetzt teuerste Spieler, den ihr gesehen habt. Und ja, wahrscheinlich jetzt einfach mal auf der Position für die nächste Zeit, wenn es jetzt nicht bald, also wenn es nicht wirklich in dem Tempo weitergeht und unser Kimmich direkt die dritte Inform holt, ja, werden wir den wahrscheinlich ziemlich lange auf der Position spielen. Jetzt habe ich natürlich ein kleines Dilemma, jetzt weiß ich gar nicht, mit welcher Mannschaft ich spielen will. Jetzt haben wir nämlich einmal hier, wo ist er? Oh, Piszczek, den können wir jetzt bestimmt, oder den sollten wir jetzt auf jeden Fall noch verkaufen. Weil jetzt sind wir noch relativ zeitig in der Saison, vor allem in meiner Zeitlinie. Und da ist dann noch ein bisschen was wert, vor allem mit Shadow. Da fällt mir aber ein, den kann ich jetzt nicht einfach so draufstellen, weil da muss ich erst gucken, was der billigste mit Shadow ist und muss es dann daran festmachen. So, Kimmich. Habe ich irgendeinen vergessen? Ne. Okay, und jetzt habe ich nämlich noch einen neuen Spieler, und zwar gab's wirklich Inform Icardi. Wie geil ist das denn, bitteschön? Inform Icardi, absolut geil. Jetzt haben wir einmal Kimmich als neuen Spieler, hier haben wir jetzt Icardi. Unglaublich geil, der normale Icardi hatte ja schon über 2 Scorer-Punkte pro Spiel, auch wirklich viele Spiele betrachtet. Und da muss ja jetzt dieser Inform Icardi noch besser sein. Der normale Icardi, den hatte ich ja als Chemistry-Style Sniper gegeben, was nur Schuss und Dribbling boostet. Da er aber schon so einen guten Schuss hat, dass Sniper quasi verschwendet wäre auf ihn, will ich ihm Maestro geben. Das macht Dribbling, Schuss und aber auch noch Pass. Und gerade ein guter Vorlagengeber ist im Sturm nie schlecht. Leider haben wir Maestro noch nicht, sehe ich gerade. So noch schnell kaufen. Genau, weil wenn wir ihm Sniper geben würden, das hat erstens den Nachteil, dass sein Distanzschusswert und seine Schusskraft überhaupt nicht geboostet werden. Das ist immer ein bisschen blöd. Und ich gucke wie immer nach, ob es Hunter gibt. Ne, Shadow. Aber Shadow will ich gar nicht kaufen, fällt mir gerade ein. Das habe ich eigentlich genug. Es sei denn, es gibt super preiswert. Moment. 4,8? Ach nee, das kann ich nicht machen. Ich brauche gerade die Coins. Ich kann die nicht ausgeben. Maestro. Oh, der kostet gar nichts. Geil, 700. Vielleicht gibt es ihn auch schon für 500. Boah, für 500. Kein einziger Schnapper dabei. Schade. Kaufe ich mir mal dreimal, weil ich glaube, 500 ist echt ein sehr guter Preis. Und boah, ich hätte mir vielleicht sogar noch etwas holen sollen. Ich überlege gerade. Das brauche ich so oft. Das ist, glaube ich, der Chemistry-Style, den ich mit am meisten verwende. Ja. Och, jetzt habe ich auf mein eigenes Dingens geboten. Turm ist noch zweimal. Habe ich mir fünfmal geholt, das sind 2500. Ich denke, es ist sehr preiswert. So, Kimmich bekommt Shadow, aber Shadow habe ich noch. Ich glaube, ich spiele jetzt, ach, das ist falsch. Ich glaube, ich spiele jetzt zuerst mit der, morgen ist sowieso wieder Weekend League. Ich glaube, ich spiele jetzt mit Icardi nochmal, weil ich einfach, ja, mit dem Stürmer, mit dem neuen spielen möchte. Ach so, ich kann euch ja sogar Moment, wir geben ihm erst, ich kann euch ja sogar zeigen, was für Werte er hat, fällt mir gerade ein. Na? Da, er hat nämlich auf Stellungsspiel schon 93 und Abschluss 93 und Sniper boostet das Stellungsspiel den Abschluss um 15. Das ist ein bisschen viel, weil es total verschwendet ist, 15. Boostet dafür aber überhaupt keine Fernschüsse, da hat er nur 73, keine Fernschüsse und keine Schusskraft.
Und Maestro boostet Stellungsspiel und Abschluss um 5. Das heißt, da kommen wir auf 98. Das ist ein Punkt weniger als Maximum. Fernschüsse bekommen aber plus 10 und Schusskraft auch plus 10. Das heißt, 94 Schusskraft, 83 Fernschüsse und kurze Pass wird nochmal gut geboostet. Übersicht glaube ich auch. Dribbling, Ballkontrolle, Reaktion wird geboostet. Also der war einfach am komplettesten von den Werten, da die geboostet werden. Natürlich ist es so, dass jetzt dadurch, dass er keinen Sniper mehr hat, er insgesamt etwas schlechteres Dribbling hat. Auch was die Balance angeht und Reaktionszeit wird, glaube ich, auch nicht geboostet bei Maestro. Und Dribbling wird bei Maestro halt, glaube ich, nur um 10 oder um 5 geboostet. Also ich weiß es gerade nicht, ob um 5 oder um 10, aber auf jeden Fall wird bei Sniper das Dribbling halt um 15 geboostet. Das heißt, mal gucken, ob wir irgendwie was merken, dass er jetzt ein sich schlechter dribbeln lässt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Er ist ja auch so, denke ich, besser sich, also er wird sich auch so besser spielen lassen, weil er halt zum Beispiel auch ein Tick schneller geworden ist, logischerweise. Und wir hatten ihn ja auch schon vorher ohne Pace Boost gespielt. Von daher müsste ich ja auch hier ganz gut klarkommen. Team war jetzt nicht so krass. Mal gucken, wie sein. Wir haben jetzt echt schon ein krasses Team. Inform Icardi, Inform El Shaarawy, Inform Ghulam, Inform Brozovic, Inform Lichtsteiner. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Informs schon in dem Team. Krass. Richtig krass, wie schnell das dieses Jahr geht. Das war letztes Jahr schon schneller, aber dieses Jahr geht es ja noch schneller. Wie gesagt, schon zweite Inform. Ach ja, und Icardi hat, glaube ich. Was hat denn der gekostet? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich glaube, er war teurer als 80.000. So, mal gucken, ob ich irgendwas hinbekomme jetzt in meinem Modus. Also Icardi war auch teuer, aber das ist mir auf jeden Fall wert. Ah, schwacher Abschluss. Wenn er ins lange Eck versucht hätte zu schießen, dann hätte ich aber auch da gestanden, denke ich. Also ich glaube nicht, dass es geschafft hätte. Schöner Pass auf El Shaarawy. Ist ja falsch. Habt ihr gesehen, wie der eine da komplett frei stand eigentlich? Und aber leider war das, dass der andere zum Kopfball geht. Und hat er gut geblockt, den Ball. Falls das geplant war, war es auch eine krasse Flanke. Ja, das habe ich da. Oh, da haben wir ein bisschen Pech. Schade. Oh, war Icardi gerade das erste Mal am Ball. Verwundert mich, dass wir mit Icardi so gute Fernschüsse auch gemacht haben, weil wir hatten ihn ja mit Sniper gespielt, da war ja Fernschüsse nicht geboostet und hat jetzt schon nur 73. Müssen wir mal kurz konzentrieren. Der hat jetzt schon nur 73 in der Inform-Version. Das heißt, er hatte ja noch schlechteren Distanzschuss in der normalen Form. Und wir haben trotzdem gute Distanztore mit ihm gemacht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber okay, da müsste er jetzt nur noch mehr abgehen. Und wie gesagt, Pässe sind natürlich. Oh, schön getribbelt. Pässe sind natürlich auch besser geworden. Deutlich besser durch den. Die waren einfach auch komplett ungeboostet. So geil. Wartet eine Stunde und dann passt er nämlich genau in die Füße. Schade, dass er das nicht bestraft bekommt, weil. Das war halt schon lustig. Hätte ich vielleicht nochmal abgeben müssen, schade. Schön gedribbelt. Dann hat er aber wieder direkt in meine Füße gespielt, weil ich mich gut positioniert habe. Rossi ist, glaube ich, auch nicht so klein. Auf jeden Fall ist, glaube ich, recht kopfballstark. Oh, Tunnel, Glück gehabt.
Oh, ich dachte, der geht rein. Die Perspektive, die trügt immer so krass. Das sah eigentlich geil geschossen aus. Haben wir, denke ich, das Spiel auch in der Hand. Mal gucken, ob wir das auch in einen Turm münzen. Schön mit der Rossi. Da habe ich gesehen, dass er zu lange die Ballkontrolle verliert. Aber das war natürlich ein ganz bitterer. Ach, zum Glück macht das schlecht. Ganz bitterer Ballverlust. Den hätte er besser ausspielen können, auf jeden Fall. Na, geht auch für meinen Geschmack viel zu aggro auf den Ballführer drauf. Nimmt Icardi den Ball eigentlich schön mit, aber da war dann trotzdem schade. War dann trotzdem noch irgendwie dran. Das macht da auch viel zu viele wilde Grätschen hier. Oh, schwacher Abschluss. Hab mir schon gedacht, dass er dahin spielt. Er ist gerade viel zu hektisch. Die ersten paar Sekunden hat er irgendwie besser gespielt. Ich mache das schon wieder so eine wilde Grätsche. Leider ist er dann mit dem anderen Spieler trotzdem da. Machen wir mal eine wilde Grätsche. Schade. Na? Ach komm, das spielen wir doch gerade so schön. Oh, das riecht nach Abbruch. Das riecht nach Abbruch. Bitte nicht wegen mir, bitte nicht wegen mir. Ah, es geht weiter. Krass. Keine Ahnung, wen er da anspielen wollte. Bisschen mehr an die Füße von Icardi, bitte. Ah, laufen wir mit Lichtsteiner. Oh, bringt auch die Pace mit. So, Philipp, jetzt zaubern mal wieder. Zweiter Pfosten, warum läuft? Oh Gott. Ich hätte in die andere Ecke zielen sollen, ich Idiot. Ich hätte in die andere Ecke. Ach, da war noch jemand dran, aber ich hätte trotzdem in die andere Ecke zielen sollen. Ach, ich hätte in die andere Ecke zielen sollen. Scheiße. Ball für Donnarumma. Ja, wir dominieren gut. Wir hätten eigentlich mal ein, zwei Tore machen sollen. Ich hoffe mal, in der zweiten Hälfte ist unsere Torausbeute besser. Gegner hat einmal geschossen. Icardi fühlt sich gut an, muss ich sagen. Aber heute bei dem ersten Dribbling nicht gemerkt, dass er sich da schlechter anfühlen würde. Wenn er halt von Haus aus ein besseres Dribbling mitbringen würde, dann hätte ich halt auch schon mal über einen Pace-Boost nachgedacht. Aber so geht das leider noch nicht. Da ist mir einfach das Dribbling in meinem Spielstil wichtiger als der Pace-Boost. Das war, glaube ich, ein CPU-Kopfball. Die Cardi macht ihn selber. Ist ja eigentlich auch super kopfballstark, aber mir kommt es in FIFA 15 auf jeden Fall wieder so vor, als wenn es wie in FIFA 17 wäre. Hier zählt halt mehr die Körpergröße und die Körperstärke als die Sprungkraft und Kopfballgenauigkeit. So, um mal ein bisschen wegzurennen. Hat mich leider. Waren wir auch schon wieder dran. Schwacher Ball.
Geiler Ball. Oh, Alu, war so geil gespielt. Der Konter war einfach so geil gespielt. Und auch der, eigentlich war auch der Abschluss gut. Macht das schon wieder einen krassen Fehler. Einfach auch der Abschluss gut, aber. Oh, scheiße. Leider nur eins Alu. Eieiei, aber in allerletzter Sekunde noch verteidigt kriegt. Knapp. Krasser Rückpass, ziemlich straff. Schön abgefangen von Strootmann. Scheiße! Wollte ich gerade unten reinlegen, aber war ein Foul, gut. Habe ich irgendwann das drauf hat? 78. Brozovic. Schöner Schuss mit El Shaarawy und das haben wir auch wieder schön gemacht mit Felipe Anderson. Das hat er gut verteidigt, also am Ende dann, am Anfang nicht. Ah, Annahmefehler. Das soll doch nicht hin. Oh, es gibt hier aber auch niemanden, den ich groß anspielen kann. Ja, abseits, ich weiß. Oh, was? Abseits? Das ist ja krass. Wie lange es dauert, bis sie es merken, oder? Das war nur eindeutig Abseits. Das erste Tor von Icardi, ein Abseits-Tor. Ach, ist das tragisch. Das war eine Station zu weit, aber Gulam spielt mit. Das ist jetzt mal aber auch zu kompliziert. Vielleicht noch einen Schritt gehen sollen. Oh, so schön! Das Auge nochmal gehabt für De Rossi und dann. Oh mein Gott, dann reicht das nicht. Krass! Oh, Rossi, was machst du denn? Also abschlussmäßig hat er echt noch nichts gezeigt bei mir. Mann, Mann, Mann. Fuck. Och, nein, 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 nein. So schön nochmal abgelegt auf De Rossi und er macht ihn nicht. Er macht ihn nicht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht. Der sieht doch gut aus, aber er war nicht gut. Also nicht gut genug zumindest. Schade, ich wollte ihn ja nochmal flach reingeben. Ich dachte, Flanke, das bringt wieder nichts. Ah, nochmal Ecke. Jetzt kommen die komischerweise wieder ganz gut hier, die nahen Ecken. Es sei denn halt die Karte, die Scheiße zum Ball. Komm, Lacazette! Och, Manu! Der hat noch kein Tor gemacht, nur eine Vorlage als Einwechselspieler. Oder nicht etwas so ein Spiel, wo wir kein Tor schießen. Aber die beste Chance von De Rossi, dass die nicht gemacht wurde, das war echt krass.
Och, mein Gott, den fängt er sogar fest. Den habe ich ja gar nicht gerechnet. Wir sind so drückend überlegen, wir machen einfach das scheiß Tor nicht. Oh, ich dachte, ich kann ausdribbeln. Was war das denn? Oh nein. Vielleicht legt er sich immer so blöd vor oder macht irgendwelchen anderen Mist. Das war meine gute Grätsche. Scheiß Elfmeter? Ach, kein Elfmeter. Wäre nicht verdient gewesen, aber... Nein, wenn er den durchgesteckt bekommt. Ach, du Dummi. Och, das ist bitter, das nicht zu gewinnen. Das ist so bitter. Fuck! Oh, das ist ärgerlich. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ich freue mich zwar, dass ich da eigentlich gut gespielt habe, aber dass das Ding nicht reingeht, vor allem von De Rossi. Eieieiei. Oh, fuck. Paraden. 3, 11. Herzlichen Glückwunsch. Mist! Aber ich freue mich auf die Weekend League morgen. Ich habe mir extra mal einen Wecker gestellt, damit ich eher aufstehe und Zeit habe, aber. Kann ich euch dann in der nächsten Folge genau erklären, wieso und weshalb und wie und warum. Aber noch kein Spiel verloren in der Saison, sehr gut. Und ja, dann freue ich mich auf morgen, freue mich auch auf Inform Kimmich. Komm, den packen wir noch in das andere Team rein. Sonst vergessen wir das noch. Nicht, dass er einen Pisscheck aus Versehen spielt. Ach nee, den haben wir schon rausgenommen. Gulam, der wird auch erstmal eine Zeit lang bei uns spielen. Denke ich, sollte langsam mal anfangen zu gucken, was die goldenen Manager kosten, damit ich meinen Vertragsboost bekomme. Kimmich, erste Second in Form, so schnell, 86er, zusammen mit Icardi, beiden besten Spieler bisher, wenn man so die Bewertungen nimmt. Das ist so krass, wie eigentlich fast alles grün ist bei ihm. Das Blöde ist halt, dass er nur einen sehr geilen Antritt hat mit 82. Und seine Sprintgeschwindigkeit nur bei 70 liegt. Deswegen geht die mit Shadow, geht die Sprint, also die der andere zwar über 90, aber die Sprintgeschwindigkeit halt nur auf 80. Das ist ein bisschen blöd. Stellungsspiel ist hervorragend für einen Außenverteidiger. Abschluss, Schusskraft, Fernschüsse. Mit denen kann man auch mal einen von draußen draufziehen. Passen, überragend, Übersicht 85, Flanken 95, kurzer Pass 92, langer Pass 86, Fee 87. Beweglichkeit 89, Balance 89. Es wird so ein kleiner, ganz, ganz wendiger, flitziger Spieler sein, den du wahrscheinlich ganz schwer noch vom Ball trennen kannst. Ich bin mal gespannt, ob ich den offensiv auch so gut einsetzen kann. Und was auch richtig geil ist, Ausdauer 94. Das heißt, der rammelt halt den ganzen Tag lang hoch und runter. Und Sprungkraft 87 ist auch nicht so schlecht, wobei er größer, als ich gedacht hätte. Er ist 1,76. Ich habe gedacht, er wäre nur 1,70 oder so. Das geht eigentlich noch. Leider ist halt Sprungkraft nicht so entscheidend, deswegen wird es wahrscheinlich egal sein, der kann trotzdem Kopfballduelle verlieren, aber an sich ist das eigentlich ganz geil. Achso, ich wollte nochmal schauen, was mich der Icardi gekostet hat. Irgendwas mit 90 oder so? Oh, Lacazette ist alle, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen nochmal jemand anderes... Nein. Ah ja, Icardi fehlt noch. Ja, Lacazette ist leider alle. Das heißt, jetzt packen wir jemanden rein, der... Entweder von Anfang an eingewechselt wird, das ist De Gea zum Beispiel, da würde ich direkt am Anfang wechseln. Silva würde ich auch direkt am Anfang wechseln, beide Innenverteidiger, weil Innenverteidiger so wenig Ausdauer verlieren, dass es sich nicht lohnt, die erst später einzuwechseln. Özil ist so eine Halbzeit, also die restlichen Spieler sind alle eine Halbzeit. Özil eine Halbzeit, Iniesta eine Halbzeit, Alderweireld eine Halbzeit, Innenverteidiger von Anfang an. Herrera eine Halbzeit und Keita ist mir zu schlecht, um ihn als... Also den will ich auf keiner Position spielen. Das heißt aber eigentlich, es wäre dann sinnvoll, wenn wir uns noch einen Flügelblitzer besorgen, weil die wir einwechseln, das sind ja alles bloß Mittelfeldspieler. Ösi halt zum Beispiel ZOM.
denke, ich werde mal anfangen. Iniesta, das sind halt wirklich total mitspielende Sechser, weil der hat ja gar keine Abwehr. Aber da ist sonst ein extrem gut, das ist nicht so schlimm. Den könnte man auch als ZOM dann einwechseln, fällt mir gerade so ein. Macht er sich wahrscheinlich auch ziemlich geil. Wir gucken mal seine Werte an. Hat er gute Abschlusswerte? Schusskraft nur 65. Ne, der hat keine guten Abschlusswerte. Okay, dann lieber nicht. Ich denke, fangen wir mal mit Herrera an. Das ist 84er, hat aber anscheinend ziemlich geile Werte. Trendet sich Tempo, den kann man auch überall spielen. Wahrscheinlich auch als. Ja, den würde ich als Sechser einwechseln in einer Halbzeit. Dann nehmen wir den erstmal rein. Habe ich nicht im Verein noch irgendeinen Flügelflitzer, den ich rein theoretischerweise. Ja, Traoré können wir zum Beispiel als Wechselspieler nehmen. Das passt eigentlich. Also da will ich jetzt eigentlich nicht erst noch irgendwie was kaufen, wenn ich sowieso einen habe. Und Traoré hat mir eigentlich gut gefallen. Und häufig ist es so bei denen, die einen gut gefallen, die sind dann eigentlich noch geiler, wenn man sie als Wechselspieler nimmt, weil sie dann halt einfach mit ihrer Fitness, mit ihrem Ausdauervorteil nochmal glänzen können. Ja, dann nehmen wir einfach Traoré als zweiten Wechselspieler. Passt. Blöde bei ihm ist halt wirklich, dass er Linksfuß ist und keinen rechten Fuß hat, aber okay. So. Na, Traoré bitte für Lichtscheiner. Okay, damit haben wir es. In diesem Sinne, ich packe jetzt mal noch Traoré in die andere Mannschaft rein, dann vergesse ich das da wieder. Einmal, was habe ich gesagt? Herrera. Ja. Haben wir auch erstmal 7 Spiele, haben wir ein bisschen Ruhe. Und als billiger Wechselspieler für die Flügel Traoré. Ah, Traoré, den wechsle ich dann erst gegen Ende ein und nicht schon in der Halbzeit, das bringt bei ihm, denke ich, nichts. Also es wäre nicht so sinnvoll. Gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Und dann freue ich mich schon auf die kommende Weekend League. Wird geil. Vor allem mit 2 neuen Spielern. Icardi wäre natürlich noch ein bisschen lieber gewesen, wenn in der Bundesliga irgendein richtig krasser Stürmer eine Info bekommen, weil das ja, in der KSUA waren wir ja mit Icardi mehr als gut bedient. Das heißt, weitere Tests stehen an mit Sandro Wagner und es ist weiter das Duell zwischen Sandro Wagner in Form und Volland. Wobei Sandro Wagner hat im ersten Spiel direkt 4 Scorer-Punkte gemacht, aber ich glaube, im Volland hat er auch schon ein Spiel mit 4 Scorer-Punkten. Also, ja, es wird schwierig. Ich muss schauen, wen ich nehme. Meine Tendenz geht weiterhin zu Volland, einfach weil ich halt finde, dass Wagner nicht passen kann und nicht dribbeln kann. Aber solange Wagner halt, hat er wirklich schon sehr wichtige Tore und Scorer-Punkte gemacht. Solange Sandro Wagner halt nicht einbricht, irgendwie Scheiße baut oder nicht mehr konstant gut spielt, dann muss ich ihn halt auch weiter spielen. Macht da keinen Sinn. Wobei mich schon ein bisschen ankotzt. Vor allem halt das Dribbling. Der Pass ist nicht so wichtig oder so schlimm. Wenn man gut ausgerichtet ist, dann kann auch jemand, der nicht so gut passen kann, einen anständigen Pass spielen. Aber das Dribbling, die Ballkontrolle, die Ballannahme, die Ballverarbeitung. Aber sobald er halt schießen kann, ist halt geil. Naja, schauen wir mal. Bis dann zum nächsten Mal. Tschüss.